So, ich bin schon wieder auf einer Autobahnbrücke drauf, wo die ganzen Autos und Fahrzeuge hier rumfahren. Und ich muss euch auf jeden Fall sagen, dass ich hier definitiv nicht lange drauf sein kann. Weil diese Autos und andere Fahrzeuge, die verbreiten Krankheiten. Und mit diesen Krankheiten ist wirklich nicht zu spaßen. Weil ich habe schon sehr oft Leichen gesehen auf der Straße rumliegen. Ja, also Lebewesen, richtige Lebewesen, die hier verunglückt sind durch diese Krankheiten, die diese Autos verursachen. Und habt ihr euch schon gefragt, warum hier unten, wo die Autos langfahren, keine Pflanzen und Bäume ranwachsen? Die Verursacher sind nur diese Autos, die diese Krankheiten verursacht haben. Genau, die haben die ganzen Pflanzen verpestet und das ist hier alles ausgerottet. Ich muss hier weg, weil hier kommen immer mehr und mehr Autos. Ich hoffe, dass ich nicht danach irgendwie an so einer Verseuchung sterbe. Ich bin ein Aluhutträger und ich werde hier meinen Kopf durchschieben, durch diese Ortschaft durch. Ich weiß zwar nicht, wozu das gut ist, mein Kopf da durchzuschieben, aber ich mach das. Das wird gleich so richtig gemacht. Also dieser Kopf hier. Da sind zu viele Haare drauf, ich muss es rasieren und ich werde hier von Motorrädern belästigt. Guck mal, verschimmelter Pferd gefunden, der hier Gras und sowas isst. Und da vorne ist noch so ein verschimmelter Pferd. Guck mal, und hier vorne sind noch mehr Pferde, die aber nicht verschimmelt sind, aber dafür Farbe Durchfall haben. Und die essen kein Gras, sondern getrocknetes Gras. Guck mal, da drüben sind Rehe, die hier rumlaufen. Und guck mal hier vorne, das sieht aus wie so ein erweiterter Pilz, also das, was hier gewachsen ist. Und der ist voll groß, der ist richtig groß gewachsen, der hier. Und ich habe auch keine Ahnung, ob man das hier essen kann. Da muss man einen richtig stabilen Magen dafür haben. Guck mal, hier vorne führt der Heidschnockenweg lang und langsam dämmert es. Das heißt, ich bin so langsam auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Und zwar hier vorne ist ein Stuhl, wo hier drauf steht, Rast und Schutzhütte. Herzlich willkommen. Und genau da drüben ist das. Hier ist eine Bank. Nee, das sind zwei Bänke und das ist ein Tisch. Und das hier vorne ist diese schöne Schutzhütte. Mit Sofa, Tisch, Ofen und ein paar Getränke. Hier ist ein Mülleimer. Hier ist eine Kiste mit gekühlten Getränken. Hier vorne ist ein Gästebuch. Ich werde mich morgen auf jeden Fall eintragen. Oh, hier sind sogar Kekse und ein paar Schokoriegel. Und ein paar Tassen für Kaffee und sowas. Und hier steht sowas drauf. Der Spendentopf freut sich über eine Gabe oder sonst gerne eine PayPal-Überweisung an klaashofe.web.de. Ich habe mir überlegt, nicht direkt hier in der Schutzhütte zu schlafen, sondern neben der Schutzhütte. Weil ich will das ja jetzt nicht verbarrikadieren und sowas, sondern genau hier hinter der Schutzhütte. Hier werde ich, denke ich mal, meinen Tarp aufspannen. Und genau, wenn ich morgen ausgepennt habe, werde ich was im Gästebuch reinschreiben und was im Spendentopf reintun. So, ich habe gerade meine Essutensilien rausgepackt und ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich hier mein Abendbrot kochen tue, hier auf diesem Tisch. Ich werde heute schon wieder Thunfisch mit Nudeln machen und Zwiebeln und Paprika und ein bisschen Soße. Es schmeckt hammergeil. Das schmeckt richtig geil. Das ist richtig gutes Essen. Es ist 10 Uhr und ich wurde heute Nacht so richtig von Mücken zerstochen. Das war so richtig ekelhaft gewesen. Hier waren so richtig viele Mücken. Die haben mich so richtig zerstochen. Das war voll scheiße gewesen. Hier habe ich heute gepennt, direkt neben der Schutzhütte. Das war außer den Mücken cool gewesen. So, ich habe gerade meinen Gästebucheintrag hingeschrieben mit meinem Kanalname. Ich bin gerade zu faul, um das durchzulesen, deswegen klickt auf Stopp und lest das durch. Und genau. Ich werde diese zwei Wegzerrungsbiere mitnehmen. Und eine Flasche Cola würde ich, denke ich, auch noch mitnehmen. Ja, zum Frühstück würde ich dann, denke ich, auch noch einen davon naschen. Oder zwei. Nee, das hier und das hier, genau. Die zwei werde ich dann naschen. Und weil ich das richtig geil finde, werde ich 10 Euro spendieren. Also 10 Euro packe ich hier in die Spendendose. Weil sowas muss supported werden. Auf jeden Fall. Finde ich genial, sowas. Also ich habe sowas noch nie auf so einem Fernwanderweg gesehen. Deswegen sind das mir die 10 Euro wert. So, ich bin gerade losgelaufen und ich habe gerade meinen ganzen Müll mitgenommen, weil ich wollte das nicht dort lassen. Und den habe ich hier reingeschmissen. Der war direkt nebenan quasi. Guck mal, hier vorne ist ein veralteter Anker. Hier vorne ist so ein veralteter, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Hier ist ein veralteter Traktor. Hier ist auch so ein voll Altteil, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Hier vorne ist ein alter Rad. Hier vorne ist so ein veralteter Umflugding. Hier vorne ist eine veraltete Milchkanne. Hier vorne ist ein veralteter Anker. Hier ist noch so ein veralteter Anker. Bahnhof gefunden. Hier vorne ist ein
eine veraltete Dampflok. Sogar mit veralteter Anhänger vom Dampf, was dieser Dampflok hier zieht. Und hier vorne ist auch noch so eine veraltete Dampflok, das auch so ein veralteter Anhänger zieht. Hier vorne ist noch eine weitere Voll-Alt-Lok. Und da oben schwebt auch so eine Voll-Alt-Dampflok, aber ein ganz klein. Der ist so richtig klein, also dieser Dampflok, dieser regelfarbene Dampflok. Hier vorne ist ein veralteter Baustellenfahrzeug mit Kran. Hier vorne ist eine Holzeule. Hier vorne ist eine Holzstatue. Hier vorne steht ein Holzbär. Hier ist noch eine Holzskulptur mit Kopf. Und hier vorne ist auch noch so eine Holzskulptur. Hier vorne sitzt ein veralteter Boot. Und hier vorne ist ein geschnitztes Holz mit Meeresfrüchten. Ja genau, die sind da reingeschnitzt. Hier ist sogar ein Flusskrebs und ein Anker, da drüben ein Schiff und noch mehr Sachen. Sogar hier so ein Seemannskopf mit Dreizack dran. Und sogar so ein Vollfettschiff. Fisch heißt das, genau. Das ist ein verrosteter, veralteter der Gerät. Hier vorne ist ein veralteter auch der Gerät. Hier ist ein veralteter LKW. Damit haben Lastkraftwagenfahrer gefahren. Und hier vorne ist schon wieder so ein... Genau, das ist auch so ein Vollalt-LKW. So, jetzt weiter zugelaufen. Das ist voll anstrengend, den Wagen durch diesen Rasen hier durchzuschieben. So, ich muss jetzt den schweren Wagen den ganzen Berg hier hochschieben. Das wird erst so richtig anstrengend sein. Das ist ziemlich steil. Guck mal, hier vorne ist ein richtiger Miststück an Weg. Hier sind überall Baumwurzel und sowas. Und das geht die ganze Zeit total hoch. Das wird gleich so richtig beschissen sein, da hochzufahren. Leute, das war gerade so ein richtiger Miststück an Weg. Die letzten 2 Kilometer, das meiste habe ich gar nicht gefilmt gehabt. Die ganzen scheiß Wurzeln. Und dann ging das die ganze Zeit hoch und runter. Und nochmal hoch und noch viel mehr hoch. Das ist doch voll scheiße gewesen, den Wagen da durchzuschieben. Weil hier vorne ist schon wieder so ein richtiger Miststück am Weg. Das ist total wurzelig und geht die ganze Zeit nach oben hoch. Das ist so richtig scheiße für meinen Wagen. Das ist ein richtiger Scheißweg gerade jetzt hier. Ich muss da durch. So, ich hab's endlich geschafft, hochzusteigen. Und da hinten ist so ein richtig geiler Sonnenuntergang. Ich glaube, mit meinen eigenen Augen sieht das viel geiler aus als wieder auf der Kamera. Genau, Sonnenuntergang heißt das. Guck mal, ich bin jetzt in Hamburg-Fischbeck angekommen. Das ist das Ziel. Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist Heißschunkenweg-Ziel, genau. Mit ganz wenigen Abweichungen habe ich das zweite Mal Heißschunkenweg komplett durchlaufen. Das ist richtig geil. Das kann ich jedem empfehlen. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Ich hab Flatti getroffen, das ist richtig geil. Er begleitet mich bis zum Zugbahnhof, das wird richtig geil sein.